Hallo, liebe Freunde des gepflegten Dino-Spielspaßes und willkommen zurück zu Jurassic World Evolution 2 in unserer Chaos-Theorie Jurassic Park-Mission. Wir haben ja beim letzten Mal angefangen, hier die Vorbereitungen für den T-Rex zu machen, beziehungsweise sind da auch soweit fast durch. Kann man dem mehrere? Ja. Vielleicht ging das bei dem Hubschrauber auch und ich habe es bloß irgendwie verpeilt. Höchstwahrscheinlich steht es auch schon in den Kommentaren. So, wir bauen hier mal noch den Weg nach drüben. Gut, jetzt braucht das Gehege ja erstmal noch... Ah ja, okay. Etwas Wasser. So. Ach so, weil hier... So... Den Wald mache ich hier erstmal weg. Nicht, weil ich ihn nicht möchte, sondern weil er einfach die Sichtweite auf den T-Rex im Zweifelsfall verdeckt und ich gerade nicht weiß, was der T-Rex halt überhaupt haben will. Und deswegen machen wir das erstmal so. Eine Futterstation kriegt der natürlich auch noch hier. Der kriegt eine Ziege hier und eine Ziege da. Ich weiß nicht genau, ob die Einzelgänger sind. Ich glaube es ja schon. So, leere Brutstation. T-Rex. 88%. Ungesellig. Intolerant. Das sind die Merkmalschancen. Das ist natürlich... wollen wir vielleicht nochmal... Pass mal auf. Hier. Ich weiß, dass das beim letzten Mal... Nee, das wollte ich nicht. Nein. Oh, dass man... T-Rex. Ach so. So viel Geld haben wir nicht. Ja gut, dann müssen wir mit den 88% auskommen. Das ist tatsächlich jetzt... Das ist halt so. Die Frage ist, was das Ausbrüten überhaupt kostet. Das steht hier... 900.000, ja. Genom modifizieren, dann müsste... Mhm. Verfügbare Modifikation. Gesundheit, sozial, alles noch gesperrt. Okay, komme ich ja irgendwie... Ja, mit Escape komme ich zurück. Komme ich ans vorhergehende Menü? Ach, danke. So, Wissenschaftler zuweisen. Wir brauchen hier 13 Forschungslämpchen. Das heißt, die beiden, da sind wir bei 11. Und dann brauchen wir noch einen mit sie hier. Wobei natürlich... Ne, warte mal. Er hier wäre natürlich mit schnellerer Extra... Ne, warte mal. Ne, hier Brutvorgang. Hier... Aber dann sind wir erst bei 11. Shit. Mach du das hier. So, 900.000. Da geht die Kohle wieder flöten. In der Hoffnung, dass jetzt auch direkt ein Ei dabei rauskommt. Das wäre jetzt echt tragisch, wenn wir jetzt hier fast eine Million ausgeben und es kommt kein brauchbares Ei bei rum. Ja. Das dauert diesmal auch ganz schön lange. Ich habe die Zeitbeschleunigung schon an. Der Hubschrauber wieder los. So, mittlerweile haben wir wieder genug Geld, um den zweiten Versuch starten zu können. So, Eier auswählen. Ach, scheiße. Ja gut, die Wahrscheinlichkeit, dass die halt so irgendwelche Sachen haben, die Kacke... Ach, du heilige Scheiße. Ja, okay. Ach, der ist ja noch schlimmer. Der hat ja... Also... Ach du ahnst es nicht. Das ist ja eine übelst teure Geschichte, sich diesen T-Rex hier zu holen. Könnte man... Also wie kriegt man denn mehr Leute in den Park? Potenzielle Gäste 1500... Velociraptoren, nicht sichtbar. Nicht sichtbar. Oh, das ist ja klasse. Die Raptoren sind in dem Gehege hier. Wie viel von den Raptors haben wir denn aktuell?
Der trinkt gerade. Oh, Säufchen. Oh, der ist schon ein bisschen putzig. Wo bist du ein Putziger? Wo bist du ein Putziger? Oh, bist du putzig? Ja, 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 ist gut, ist gut. So, Bestand, die können wir ruhig noch ein bisschen erhöhen. Dann lasst uns doch erstmal noch ein paar Raptoren hier, bevor der T-Rex da irgendwie gefertigt gemacht werden kann. Hier, Raptoren. Oh, die sind wir, haben wir noch bei 54%. Wie geht das denn? Warte mal, können wir noch irgendwo Raptoren? Nee. Anscheinend nicht. Dann müssen wir mit der geringen Wahrscheinlichkeit klarkommen, die wir hier haben. Gerade mal 54%. Das ist nicht wirklich viel. So, dafür brauchen wir 5 Forschungslämpchen. So, hier, hier. Okay, das dauert auch eine Minute. Ich hätte gedacht, dass es bei den Raptoren schneller ging, aber da habe ich mich wohl getäuscht. Dass wir einfach die Wahrscheinlichkeit für Sichtbarkeit der Raptoren erhöhen, ne? Ich weiß auch nicht, wie lange die Eier hier irgendwie verfügbar bleiben oder ob die irgendwann einfach schlecht werden und man die aussortieren muss, aber dass das so eine teure Geschichte hier wird. Oh Gott, ein Ei? Bedrohung, Dominanz, mag keine anderen Spezies und bedroht alle. Populationsbedürfnisse, Dominanz. Wahrscheinlichkeit, dass er auch hier Kontakte knüpft. Und das würde ich mal noch mitnehmen, das Ei. Die anderen würde ich verwerfen. Ja. So, dafür brauche ich 5 mal hier. Schnellere Blutvorgang. Och, das kostet auch nochmal 900.000. Meine Herren, ey, ist das teuer. So, wir gucken mal weiter in die Bedürfnisse rein. Also potenzielle Gäste sind 1500. Ticketverkäufe, Einrichtungen, Einkaufsmöglichkeiten. Was heißt das hier? Die machen keinen Gewinn. Okay. Verstehe ich jetzt irgendwie nicht so ganz. Ja, ja, brüt ihn aus und lass ihn frei. Erstmal die Raptoren. Und dann müssen wir irgendwie gucken, dass wir den Park noch von den Sternen und vor allen Dingen von den potenziellen Besuchern hier irgendwie. So, wir lassen sie frei. Oh, hallo Schnuckis, ihr seid so putzig. Ja, ihr seid putzig. So, wir haben irgendwas freigeschaltet, das ist ja schön. Gut. So, ich würde gerne den Fokus wieder weg. Genau, jetzt gucken wir hier nochmal rein. Da wird sich jetzt auch vermutlich so schnell nichts ändern. Potenzielle Gäste ist tatsächlich ein Stück gestiegen. Vielleicht können wir auch noch ein weiteres Hotel bauen. Kleines Hotel, Toilette. Wie sieht es mit der Toilette aus? Toilette sieht gut aus. Wir könnten auch noch ein Hotel bauen. Ich muss mal kurz gucken, rein von der Wegführung, ob wir... Kommen wir hier irgendwie durch? Nee, kommen wir nicht. Okay, gut. Dann sei es drum, dann bauen wir das Hotel dahin. Kriegt noch einen Weg. So, ich möchte mal ganz kurz gucken, wie die Lage hier bei meinen Wissenschaftlern ist. Okay, geh du mal in den Urlaub. Geh du mal in den Urlaub. Geh du mal in den Urlaub. So, das Hotel wird gebaut. Man kann leider noch nicht so eine Hochbahn bauen, wie es im ersten Teil war. Ich vermute mal, dass das irgendwann später kommt.
Oder vielleicht haben sie das irgendwas anderes ersetzt. Das ist mir jetzt noch nicht so ganz klar. Ich hatte wirklich gehofft, dass wir es in der Folge schaffen, den T-Rex uns zu holen, aber das wird wohl eher am... am Geld scheitern. Okay, man kann hier keine Upgrades reinbauen. Okay. Wir sind bei fast 4 Sternen. Parkbewertung geht ein bisschen hoch. So, der Apatosaurus ist nicht sichtbar. Und die Struzios sind nicht sichtbar. Die Struzios sind ja, glaube ich, hier drin, oder? Dachte ich eigentlich. Ja, hier, das sind die Struzios. Denen geht es ansonsten ganz gut. Da könnten wir auch den Bestand mal noch erhöhen. Die Frage ist, wie geht's den Triceratopsen? Die sind auch vom Bestand her noch am unteren Limit, okay. Da müsste man dann nur zur Not das Gehege erhöhen. Also erstmal Struzios. Haben wir jetzt 7 Stück. Die sind relativ günstig. So, zack. Die gehen auch deutlich schneller, okay. Oh, willst du mich verarschen? Gut, die Eigenschaften, die die haben. Terrorisiert Gäste nie, greift nie Ranger-Teams an. Wir nehmen mal das Ei. Und das Ei. Oh Gott. So, Wissenschaftler zuweisen. Das muss er hier machen. So. Da sind die Wissenschaftler aus dem Urlaub zurückgekommen. Das ist sehr gut. So, die Eier werden ausgebrütet. Perfekt. So. Das Coole ist ja an und für sich, dass man diesmal wirklich schnell sieht, was die Dinos haben. Und vor allem diese Verluste schon vorm Ausbrüten. Ich glaube, beim ersten Teil war das, wenn ich das richtig im Kopf habe, ein bisschen anders. Da hat man das halt erst irgendwie mitbekommen, wenn es schon... Also... Wenn es halt im Zweifelsfall zu spät war oder wenn die Eier erst fertig ausgebrütet waren, dann wusste man erst, wie viele Eier man wirklich da rausbekommt. So, jetzt müssen wir erstmal warten, bis die freigelassen werden. Dann müssen die hier erstmal abgeholt werden. Und dann würde ich mir noch einen Triceratops holen, einfach um auch die Sichtbarkeit zu erhöhen. So, perfekt. Na, die sind immer noch im Gehege. Da wird der letzte, glaube ich, abgeholt, oder? Genau, so. Dann Triceratops. Holen wir uns auch noch ein. Oh. Shit. Der muss im Urlaub. Der muss in den Urlaub. Oder sie. Nee, ist ein R. Zack. Gut. Und das Ziel ist ja jetzt eigentlich nur, um die Parkbewertung zu erhöhen. Damit wir mehr Geld verdienen. Das ist ja im Grunde der Hintergedanke von dem, was ich hier gerade mache. Aber jetzt sind wir wieder bei... Anziehungskraft sinkt schon wieder. Minus 324, weil die Triceratops nicht sichtbar sind. Das ist echt ärgerlich. Da müssen wir wirklich was dran ändern. Zustellung abgeschlossen. So, Eier auswählen. Wir nehmen auf jeden Fall das Ei, das hat keinen Malus. Und wir nehmen das Ei. So, dafür brauche ich jetzt 6-mal die Medizineigenschaft, 6 Punkte davon. So. Vielleicht hatte ich den Boni, vielleicht ging es auch gerade schneller, weil ich den Wissenschaftler hatte, der den Ausbrutvorgang schneller macht. So, wie ist denn jetzt die Lage hier? Verletzung, genau. Was hat er denn für ein Problem? Organtrauma.
Wo ist denn das, Okay, dann müssen wir ihn erstmal betäuben. Das muss er machen. Und dann müssen wir ihn jetzt in die Medizin schaffen. So, zack. Und er brauche... Na gut, dass das nicht klappt hier. Ach ja. Abbrechen. Jetzt müssen wir erstmal warten, bis die fertig sind. So, jetzt. Jetzt können wir ihn nochmal neu transportieren. So, zack. Und zack. Fünf. Hier. Nee, Quatsch. Du, bitte. Los. Anfrage zur Produktabholung erhalten. So, und hier sind jetzt per Airlift freilassen. Hier rein und hier rein. Oh, 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 Sturm, 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 Sturm. Das hatte ich ja ganz vergessen. Hab ich übersehen. So. Hier ist Treibstoff knapp. So, der Sturm ist wieder vorbei, oder was? So, die Schutzräume werden wieder aufgemacht. Behandlung steht aus. Hä? Jetzt muss ich mal kurz gucken, wo ist denn der? Ach, der wird gerade eingeflogen. Okay, 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 okay. Gut, die Parkbewertung dauert jetzt wieder ein bisschen, bis die hochgeht. Gemahlene Faser fehlt uns immer noch hier, angeblich. Das macht bloß zweimal gemahlen. Hier, er macht noch gemahlene Faser. Wer weiß. So, wie sieht's mit den Struzios aus? Die hängen alle hier hinten rum. Leute, was ist falsch mit euch? Gemahlenes Blatt. Ah, großartig. So, mal kurz gucken, wie der Waldanspruch ist. Sekunde. Gemahlenes Blatt. Hier. Naja, geht doch. Geht doch. Triceratops 1 und 4 haben den Kampf begonnen. Na, klasse. So, aber die Parkbewertung ist jetzt wieder ein Stück hochgegangen. So, die anderen Kollegen sind nicht sichtbar. Die, ich versuch's gar nicht weiter auszusprechen. So, aber von denen haben wir, das sind die Mayas. Und hier Parasaurolophus. Wow, was für ein schwieriges Wort. Davon haben wir neun Stück haben wir von denen. Das Problem ist,
Wir haben hier keine guten Beobachtungsstationen. So, hier ist jemand verletzt. Das ist natürlich kacke. Er hier kann... Der Herbert hat sich wieder geprügelt, natürlich. So, was sagt denn jetzt die Bewertung? Die Bewertung sagt 1695 potenzielle Gäste. Und immer noch 185 Nicht-Sichtbarkeits-Malus wegen den Velociraptoren. Eieieiei. Okay, dann müssen wir jetzt mal hier irgendwie... Führen den Weg mal hier lang. So, was hat er denn für ein Problem, der Kollege? Produkt unterwegs. Einen großen Bruch hat er. Okay. Könntest du ihn bitte... Genau. Weil sie sich halt unbedingt prügeln mussten. So, 6-mal Heilung. Du und du. Los geht's. Okay, dann möchte ich jetzt ganz gerne hier erstmal den Wald weg haben. Und eine weitere Beobachtungsstation... für die Raptoren, in der Hoffnung, dass das irgendwie was bringt. Und eine weitere Beobachtungsstation, das ist immer falsch rumgesetzt, war das auch so ultra nervig. Hierhin. Beginne Produkttransport. Die brauchen, glaube ich, noch Strom dann, oder? So, sehr gut. Dann hoffen wir mal, dass da die Sichtbarkeit steigt. Und wirklich was am Tyranno haben wir ja jetzt hier irgendwie nicht gemacht. Das, das ist fantastisch. Oder halt auch eben nicht fantastisch. So, wird er jetzt hier behandelt, der Kollege? Der wird behandelt. Das ist sehr gut. Vielleicht können wir dann zwischendurch mal noch ein paar Forschungen anstoßen. Hier... Gästeattraktionsmodule 2. Zusätzliche Konfigurationsoptionen für Gästeattraktionen. Dafür brauche ich 16. Haben wir nicht. Dann müssten wir erstmal den Dino heilen lassen, um zu gucken, welche Wissenschaftler wir dann noch schulen können. So, der wird geheilt. Dann sind die Wissenschaftler auch gleich wieder frei. So, dann kann der zurückgebracht werden. Zum Einsammeln des Produkts unterwegs. Und jetzt gucken wir mal kurz hier rein. Wissenschaftler ansehen. Die haben wir jetzt schon trainiert. Ah, das ist jetzt schwierig, weil die haben alle nur 2 von diesen Zahnradteilen und eigentlich sind die potenziell eher dafür gedacht, dass man also hier Richtung Genetik geht und 2 Punkte auf Genetik gibt. Die gehen dann auf 7. Mal kurz, ich muss mal abbrechen. Was ist mit ihm? Kann man ihn da trainieren? Nee. Wobei bei ihr wäre es am schlauesten, auf 2 Punkte auf Genetik zu geben. So, dann haben wir die nämlich auf 8. Und dann können wir... Sie hier kriegt vielleicht einen auf Wohlbefinden und auf einen auf Logistik. Wobei, das reicht nicht. Ach, sie geht eh maximal... Sie kann maximal auf 3 bei Logistik. Ach, sie hat 3 Punkte zum Leveln. Okay, hatten wir dann nochmal eine Forschung gemacht, oder was? Gut, dann gehen wir hier auf 2.
So, jetzt versuchen wir das Ganze nochmal. Hier, das kostet 2 Millionen. So viel Geld haben wir gerade gar nicht. Ja, ich mach gerade alles, oh, aber nicht den T-Rex. Ja, das ist vielleicht auch nicht so schlau. Und die Mayas haben auch das Problem. Was können wir denn hier? Können wir irgendwelche Upgrades reinbauen? Nee. Der Plan war ja irgendwie die Sichtbarkeit zu erhöhen. Eigentlich dachte ich, dass wir das ganz gut hinbekommen haben. Produkt in der Luft. Und hier haben wir eigentlich auch ganz viel von diesen Beobachtungsstationen. Ja, na gut, es ist ein bisschen tricky. So richtig vorwärts geht's hier gerade nicht. Wir müssen jetzt tatsächlich einfach mal warten, bis wir wieder ein bisschen Geld haben. Es ist zwar schön und gut, wenn wir in die Qualität des Parks investieren. Das zögert natürlich aber das T-Rex-Thema einfach nur weiter nach hinten raus. Von daher muss man jetzt auch einfach mal so ein bisschen die Füße stillhalten und einfach mal das Geld in die Kasse fließen lassen. Das soll es auf jeden Fall für heute gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Mein Dank geht raus an meine kleinen und großen Kanalunterstützer. Namentlich genannt sind das Game One Fan, Kulle, Kyrtano und Gorwin. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao. Euer O'Hare.